Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox, und heute sind wir im Christmas Tycoon drin und dieser wurde erstellt von Pauls Gruppe und da gucken wir natürlich auch gemeinsam rein, weil, wie heißt es so schön, der Dezember ist der Weihnachtsmonat und deswegen freue ich mich sehr über Weihnachtsgames, die eingesendet werden. Ob wir den kompletten Tycoon schaffen werden, weiß ich noch nicht so genau, das werden wir halt noch sehen. So, dann claimen wir und kaufen uns direkt das erste Teil. Der kommt mir so bekannt vor. Es gab doch mal so einen Halloween-Tycoon. Da war das doch mal drin, oder nicht? Ich weiß gerade nicht, aber hier produzieren wir definitiv schon mal was. Ah, das ist der Weihnachtsmann, der uns so gesagt die Geschenke bringt und schön an den Tannenbaum wirft. Wirft, legt, hintransportiert, wie auch immer. Dann haben wir hier noch einen Petgiver, den wir uns holen können. Den holen wir uns natürlich und da sehen wir jetzt auch schon, dass wir die ganze Zeit 5 Cash bekommen. Da hat man es gerade ganz kurz gesehen. So, der Dropper 2 kostet 150 Weihnachtsmänner. Jetzt können wir den holen. Und da droppt er auch schon. Sehr schön. Wir gehen mal ganz kurz gucken, was das hier hinten ist. Ich war hier schon mal drin, aber es wurde halt komplett überarbeitet. Oh. Ah, ja, okay, das ist nice. Das ist wirklich nice gemacht. Da wird diesmal nicht angezeigt, welche Donations man gegeben hat, sondern welche Currency oder wie viel Currency man hat. Wir können uns noch einen Weapon Giver holen. Der kostet 25 und das ist eine Schneekugel. Sehr schön. Dann können wir uns noch den Dropper 3 kaufen. Aber die sehen alle gleich aus. Hm. Ist immer wieder schwer. Ich sag's ja immer wieder. Es würde mich halt freuen, wenn Dropper mal ein bisschen anders aussehen. Aber soweit, so gut. Es ist ja schon mal in dem Thema, was ich schon mal gesagt hatte. Also schön im weihnachtlichen Thema. Was sind das hier für Blöcke? Oh, das sind irgendwelche Parts, die runtergefallen sind. Sind die von hier oben irgendwo runtergefallen? Ich weiß jetzt gerade nicht. Von irgendwoher kommen sie. So, jetzt habe ich die alle gebaut. Ach, da hinten können wir weitermachen. 700 und was bist du? Der VIP-Updater. Funktioniert das mit dem Schneemann? Oh ja, sehr schön. So, wir haben gleich den Tycoon schon durch. Es ist natürlich ein bisschen Cheaterei, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Das Problem müsste man eigentlich beheben. Problem ist halt bei der ganzen Sache, es ist schwer, es zu beheben. Also man müsste das halt in einem Script komplett umschreiben, dass das Pad nicht getriggert wird bei diesen Upgradern. Weil man sieht, ich habe jetzt 56.000 und ich glaube, so weit sollte ich eigentlich noch nicht sein. So, dann kaufen wir uns hier noch das Gate. Und hier unten sind wir, glaube ich, durch, oder? Wenn ich jetzt mal so gucke, ja. Bis auf die zwei Buttons, aber das sind Rebirth-Buttons, die brauchen wir noch nicht. Was haben wir noch hier? Ein Dropper 5. Gut. Dann haben wir hier einen Weapon Giver nochmal. Achso, jetzt können wir rebirthen. Oh, okay. Ich dachte, hier geht es noch weiter in der Burg oder sowas. Okay, wir machen nochmal ganz kurz einen Rebirth. Und ich baue nochmal alles so nach, wie es hier jetzt gerade ist. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, jetzt haben wir ein neues Pet freigeschalten. Das kann ich ja nochmal eben ganz kurz zeigen. Und zwar Pet Giver 3. Das ist dann ein Hund. Aber den bekomme ich irgendwie nicht. Ah doch, da ist er. Okay, der scheint irgendwie ganz, ganz weit weg gewesen zu sein. Gut, dann sehen wir uns gleich. Oh, ich denke mal, wir sind jetzt gleich durch. Ich gucke jetzt mal. Wir haben jetzt 4 Rebirth-Buttons, oder besser gesagt, noch 4 Buttons übrig. Und dann können wir rebirthen wieder. Nur wo sind die Buttons? Sind die hier oben drin? Nee, da unten ist er. Ach nee, jetzt sind wir hier komplett hochgelaufen. Ah, nee. Haben wir hier durch? Nee, leider nicht. So, da haben wir hier noch den Button gehabt. Ah, jetzt brauchen wir aber dafür Schneekugeln. Nee, Schneeflocken. Wie komme ich auf Schneekugeln? Droppt der uns die Schneeflocken? Oh ja. Okay. Können wir uns den upgraden? Wer weiß, wer weiß. Nee, upgraden können wir uns den Hund leider nicht. Naja. Aber ich glaube, hier vorne der Dropper gibt uns halt diese Schneeflocken. Ja, okay. Also, der Hund gibt uns 5 und ich glaube, da vorne das Teil gibt uns 3. 3 oder 4? 788. Irgendwie kriegen wir sehr wenig Schneeflocken dazu. Mhm.
Wir warten einfach mal. So, dann können wir auch schon den Dropper kaufen. Ich habe jetzt mal ein bisschen AFK hier gestanden. Und ja. Ein tolles winterliches Karussell. Oh nein, wir werden nicht mit befördert. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Naja. Ist aber okay. Jetzt müssen wir wieder gucken. Wo gibt es denn den nächsten Button, den wir kaufen können? Oder uns holen können? Ah, da oben. 420. Können wir uns hier gleich schon kaufen. So. Und das sind alles Dropper. Sehr schön. Da ist also der nächste Button. 840. Gut. Ihr wisst ja, wie es ist. Schön AFK gehen. Na, so wirklich AFK müssen wir auch nicht gehen. So wie ich es gerade sehe. Und da kaufen wir uns den Dropper 8. Ein Schneemann. Sehr schön. Und der nächste Dropper. Oh Gott, hier oben ist mal wieder. Oh, hier überstrahlt ja alles wieder. Naja, aber das geht ja noch. Okay, jetzt müssen wir da ganz oben. Ganz oben ist der letzte Button. Also ich denke mal, das hier wird wieder so ein Riesenprojekt. Ronne macht mal irgendwelche Riesenprojekte. Wo ich immer wieder sage, weniger ist mehr. Es ist einfach so, also ein bisschen kleiner bauen. Und da gibt es noch den Simu, der macht das genauso. Der baut auch mal riesig. Und ich sage immer wieder, baut doch ein bisschen kleiner. Kleiner ist feiner. So, dann kaufen wir uns den letzten Dropper und wir könnten jetzt wieder rebirthen. Was wir aber natürlich jetzt nicht machen. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen Geld, damit wir auf dem Leaderboard auf Platz 1 sind, Kappa. Nein, das machen wir nicht. Was sagte ich? Ich bin auf dem ersten Platz mit 1,75 Millionen. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen irgendwie umändern. Das heißt wiederum, dass irgendwie meine Data zurückgesetzt wird vom Leaderboard. Ich weiß nicht, wie das geht ganz genau, aber ist wahrscheinlich möglich. Und wenn ich da unten sehe, Ruxy-DC hat das ja erstellt, der müsste sich damit auskennen und müsste meine Data zurücksetzen können. Vielleicht auch mal einfach ins Tycoon-Kit reingucken, dass man seine Pets nicht upgraden kann. Oder besser gesagt den Schneemann. Weil das ist doch schon ein bisschen heftig. Und ich finde das halt teilweise auch ein bisschen Cheaterei. Weil ich mir damit natürlich sehr viele Vorteile holen könnte. Andere Leute auch. Durch diesen einen Upgrader. Ja, und das sollte halt natürlich nicht so sein. Aber im Groben und Ganzen ist es eine sehr schöne Tycoon. Und ja, damit beende ich auch das Video. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.